Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play. Olaf hier, im Überlebensmodus und ich versuche mich hier gerade so ein bisschen durchzuschlagen. Währenddessen der Typ hinter mir mich natürlich geschlagen hat. Zweimal. Wo kommst du denn her? Hoppla. Ach, der hat sowieso keine Beine mehr. Oh Gott. Könnt ihr das bitte lassen? Ihr wisst, wie schreckhaft ich bin. Apropos schreckhaft. Ach, der lebt noch. Tut mir leid, du. Ich will dich ja nicht vergessen, ne? Und schon wieder ist einer im Erdboden versunken. Und da halte ich mich mal ein bisschen fern von. Ja, das war übrigens eine gute Idee. Ach, da bist du ja wieder. Siehst du mal, ich hab dich gerettet. Fast wärst du im Boden versunken gewesen. Aber Zero vergisst natürlich seine Freunde nicht und holt sie aus jedem Schlamassel wieder raus. Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen um heute. Wieso bist du nackt? Gruselig. So, damals hatten sie wenigstens noch Sachen an, da waren sie nicht so gruselig. Aber nackt ist auf jeden Fall sehr gruselig. Oder gruseliger. So. Ja, Baseballhandschuhe. Hast du nicht gesehen? Brauchen wir alles nicht. Einfach nur, weil ich es kann. Erstmal schauen wir uns in diesem Gebäude um. Bevor wir jetzt auch nur in Erwägung ziehen. Ach cool, die Tür geht auf. Da reinzugehen, gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Und töten womöglich alles Mögliche, was uns entgegenkommt. Wie zum Beispiel diesen wilden Ghoul. Ist dein Ernst oder was? Hey, der kommt einfach runter. Nein. Ich weiß nicht, was ich gespeichert habe. Fuck it. Ich musste mich hier retten. Ich hatte nicht mehr viel Leben. Ich musste meinen kritischen schon dafür verwenden, um zu überleben. Heilige Nummer. Okay. Aber ich mag es, in Gebäuden zu sein, weil die FPS so schön ist. Muss ich schon sagen. So, Hilfsmittel. Und ich sollte mal, ein Red Away zu benehmen. Okay. Na, Hundi? Gut, durch das Schnellreisen oder beziehungsweise durch den Ladebalken haben wir jetzt sowieso gespeichert. Also ist alles in Ordnung. Oh je, kleinen Pimmelwurzer. Wo seid ihr? Experte. Das erknack ich sicher nicht. Es ist so traurig, dass ich das nicht knacken darf. Oder kann. Dürfen würde ich das schon können. Naja. So ist das Leben. Mal hat man's, mal nicht. Und ich muss sagen, die 10 mm gefällt mir mittlerweile doch wieder sehr gut. Dafür, also aufgrund dessen, dass ich so viele Schüsse mit meiner 10 mm habe. Also im Watz-Modus. Ne, vertrockneter Ghoul. Verdammt gruselig, der Typ, ey. Oh. Heute bei, ich mach's knapp. Sehr rum verrecken. Wo
Okay. Mir geht's gut. Weiß aber nicht, was das für ein anderer Typ war. War der wegen der? Ich hoffe nicht. Ich speichere ab. Safety first. Und Safety first. Über deren Dicken. Oh. Oh. Das sah definitiv sehr, sehr ungesund aus. Hallo? Hier waren noch zwei. Okay. Sal. Sal ist auch gestorben. Passwort des Bürgermeisters. Oh, super, muss ich gar nicht knacken. Kampfrüstung. Holy shit. Das wäre schon cool, so eine Kampfrüstung, ne? Also sieht auf jeden Fall cool aus. Danke. Armeeuniform. So, jetzt sieht es nicht mehr so cool aus. Zack. Kleidung, Armeeuniform. Was bringt mir die Armeeuniform? Gibst du mir irgendwas richtig Tolles? Ich kann es noch nicht sehen. Kleiner Moment. Zack. Stärke und Beweglichkeit. Was gibt mir denn mein Minuteman-Outfit? Beweglichkeit und Wahrnehmung. Ich könnte das hier tragen. Oh, 10 mehr Schleppen. Das ist doch cool. Das sieht sich jetzt ein bisschen geil aus. Oh ja. Oh ja. Jetzt wird's Pornos. Endlich bin ich von meinem Zeug weg. So. Achso. Wir haben jetzt das Passwort des Bürgermeisters. Übrigens, hat es mir nicht gefallen, dass da hinten so viele Punkte waren. Deswegen gucken wir mal kurz nach, ob da irgendwas Legendäres ist. Ja. Ja. Hallo, plündernder Ghoul. Wir können mit der AP-Pistole locker unsere Kritischen aufbauen. Wenn wir den treffen. Nice, Level up. So. Der Ghoul-Streuner. Moment. Nein, es geht doch dahin. Da liegen zwei Leute. Da muss ich eventuell noch hin. Bingo! Ich finde das wunderschön, wie ich übrigens zielen kann. Ich selber nicht, wo ich ziele. Ach, da schleppt wieder seinen Arm mit. Ach du Scheiße, Zielgenauigkeit von 2. Kann ich den von hier aus treffen? Offensichtlich nicht. Damit habe ich auch noch ein bisschen mehr Munition, ne? Und du bist auch ein Sniper. Oh, kannst ruhig runterfallen. Legendärer wilder Ghoul-Plünderer, okay. Ich sehe da was du nicht siehst und das will mich gleich angreifen. Ich will auf jeden Fall den Legendären noch mitkriegen, bevor wir darunter gehen. Ich weiß, ich mache es heute wieder mal sehr spannend. Aber ich liebe es spannend, das wisst ihr doch. Vorsichtig pirscht sich das Hero heran. Oh.
So. Das dürfte funktionieren. Wobei, weißt du was? Da habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit zu treffen. Es sollte nicht immer nur auf den Kopf gehen. Das ist ungesund. Hallo, andere Ghule? Wo seid's denn hier? Oh, er ist aufgestanden. Oh, ich kann ihn nicht treffen. Okay, hier kann ich Geld auf den Kopf zielen. Ist das dein fucking Ernst oder was? Der steht vor dir, Mann. Dann doch lieber dahin. Scheiß drauf, komm. Kein Bock, Schaden zu kassieren. Da hab ich lieber den kritischen raus. Ups. Bitte nicht in die Luft gehen. Das wäre jetzt sehr, sehr unpraktisch. Jetzt darfst du. Jetzt darfst du. Jetzt habe ich kein Problem damit. Eigentlich wollten wir nur da rein. Und jetzt sind wir trotzdem hier. Bist du eine Falle? Oder warst du eine Falle? Ach, du warst mal eine Falle. Gut. Ich weiß aber nicht, warum die ausgelöst worden ist. Aber das nehme ich sehr gerne an mich. So, dieses Gebäude ist noch interessant, weil nämlich noch zwei Leichen rumliegen, die wir unbedingt looten möchten. Wegen Nachrichten und so. Außerdem ist da ein Legendärer drin, was mir sehr, sehr viel Angst macht. Hallöchen. Wie ist der Legendärer? Bist du das? Nee. 94%, ich nehme lieber das hier. Das klingt mir für mich ganz vernünftig, ne? Und dann baue ich so meinen kritischen auf, ne? Und dann baue ich Pam. Du, Mister, bist aber der Legendäre. Es ist mir noch zu gefährlich, dich so zu treffen. Okay. Mein Hund hat auf jeden Fall schon mal reingefunden. Den musste ich vorher unbedingt loswerden. Bevor der Streuner hier kommt. Okay, das war schon mal kacke. Ich habe natürlich jetzt keine AP mehr. Was habe ich denn noch so für Waffen? Auf gut Glück, Beinrammler. Ja, Beinrammler wäre eigentlich am besten, ne? Wieso habe ich da nicht sofort dran gedacht? Nö. Nö. Kannst du klicken, Dude? Kannst du klicken? Hier. Es tut mir leid. Ich kann leider nicht fair gegen dich kämpfen. Fairplay, das kenne ich gar nicht. So. Jetzt kipp doch mal um. Kann hier gleich. Oh, weißt du was? Oder noch besser, der hier. Ja. Okay, das übrigens auch. Man kann sich auch gerne mal selbst töten. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Wo ist er? Ach, da. Reduziert den durch Roboter verursachten Schaden. Naja, gut, ja. Ich liebe zwar Waffen, aber das geht auch. Also über Waffen freue ich mich immer am liebsten. Weil ich mit denen tatsächlich was anfangen kann. So, dann schauen wir doch mal. Soft.
Wie, ihn jetzt fangen oder was? Jungs, okay, lauft einfach mal weg. Ich habe kein Problem damit. Ich habe keine Schmerzen damit. Oh. Okay, den kritischen hebe ich mir auf. Irgendwie das Gefühl, gleich kommt irgendwas von hinten. Okay, es ist mein Hund. Das Gefühl war also nicht schlecht. So, ich will doch nur zu den Leichen. Alter, oben lag da noch einer drauf, oder? Oder habe ich ihn weggeschossen? Ach, den hatte ich, glaube ich, weggeschossen. Da haben wir Tanja Standage und Ken Standage. Wieso seht ihr alle aus wie Zombies? Was ist mit euch passiert? Flugblatt. Zerrissene Tagebuchseite. Wache. Schlagstock. Okay. Aktivierungsschlüssel. Kens Einladung. Okay. Wir müssen dafür aufstehen natürlich. So, gehen wir nach und nach durch, was wir gerade bekommen haben. Wir haben... wo haben wir es denn? Das Flugblatt kennen wir ja schon, ne? Können wir uns gerne nochmal angucken. Ups, ich habe eins fallen lassen, aber ist auch egal. Da, die Schätze von Jamaica Plain. Wir haben Kens Einladung. Seid ihr beiden noch immer an einem heißen Ding interessiert? Hätte da was für euch. Kennst du Sal? War früher bei den Gunnern. Sie sucht die Schätze von Jamaica Plain. Die größte Beute im Commonwealth, wenn man an den Ghulen vorbeikommt. Ich weiß, dass du und Tanja es drauf habt. Das könnte eine große Nummer werden. Seid ihr dabei? Okay. Das andere war, achso, wir haben ja das, genau das Passwort erhalten, ne? Sehr schön, dann müssen wir uns nicht reinhacken. Alles gut. Ja, ja, ja. Ansprache zur Schatzausstellung. Liebe Freunde, Nachbarn und verehrte Gäste, wir haben uns hier versammelt, um der Schätze von Jamaica Play zu gedenken. Unsere Gemeinde mag zwar klein sein, doch sie ist reich an Geschichte. Reich an Kultur, reich an Erinnerung. Und um dieser Erinnerung willen übergeben wir jene Schätze der Erde, auf das kommende Generationen zurückblicken, sich daran erinnern können, wo wir standen und erkennen, wie weit sie gekommen sind. Bittgebet, Pastor. So, Budgetaufstellung. Hoppla. Moment. Ja, ist ja gut. Passwort vergessen. Kann mal passieren. So. Einnahmen, bla bla. Ausgaben, bla bla. Okay. Safe-Störung. Schloss deaktivieren. Wo zum Teufel war hier ein Safe? Ah. Oh, nehme ich gerne. Nehme ich gerne. Gucken wir doch, was haben wir noch bekommen? Pigments, danke schreiben. Haben wir das eigentlich schon durchgelesen, Nüder? Danke, Killer. Bitte. Raider Atrium Schlüssel. Schlüssel zum Einkaufszentrum. Da, Schlüssel zum Rathaus von Jamaica Plain haben wir bekommen. Schlüssel zum hinteren Lager. Silverns Notiz. Da war noch eine abgerissene Notiz. Zerrissene Tagebuchseite.
6.10. Es ist fast vorbei. Sobald wir den Schatz haben, werde ich dieser verdammten Frau und ihren anzüglichen Blicken, die sie meinem Ken zuwirft, ein Ende bereiten. Ich kann es kaum erwarten, dieser Schlampe ihr Sophie Santis. Sophie Sand? Was ist das für ein Wort? Kennt jemand von euch das Wort Sophie Sand? Hört sich in meinen Augen komisch an. Vor allem hört sich in meinen Augen. Hier gibt natürlich viel, viel Sinn, Zero. Okay. Gucken wir mal, dass wir hier irgendwas gerissen kriegen. Mit unserer 10mm, um Munition zu sparen. Wird halt wieder Zeit, dass wir Munition sparen, ne? Okay. Wenn das der richtige Weg ist, gehen wir natürlich zuerst den falschen. Terminal des Hausmeisters. Gebäudeverwaltungsprotokolle. 31.07.77. Der Rat hat heute endlich Renovierungsarbeiten am Keller genehmigt. Hat ja auch lang genug gedauert. Gut, dass endlich mal diese undichten Rohre rauskommen und vielleicht kann man ja auch die Klimaanlage auswechseln, damit sie nicht mehr jeden Tag zusammenklappt, wenn es über 30 Grad warm ist. Ich bin es leid, das verdammte Ding zu reparieren. 22.08. 22 Tage später. Ich habe einen Anruf gekriegt, dass ich die Lampe im Pausenraum reparieren sollte. Die gesamte Belegschaft hat gewartet, wie sich herausstellte. Habe ich heute mein 25. Achso, das gehört dann noch da oben hinzu. Ah, die gesamte Belegschaft hat gewartet. Wie sich herausstellte, habe ich heute mein 25. Jubiläum bei der Stadt. Hatte ich fast vergessen. Es gab dann einen Kuchen und so weiter. Schwer zu glauben, dass ich mich diese ganzen Jahre über im Keller verkrochen habe. Naja, wenn die Renovierung abgeschlossen ist, dürfte es hier wesentlich netter aussehen. So, 12.09.2077. Halber Monat später. Die Bürgermeisterin hat den Verstand verloren. Die gesamten Gelder für die Renovierung werden in ihr Lieblingsprojekt umgeleitet. Dieses lächerliche Schätze-Ding. Erst heute haben sie alles aus meinem Lagerraum rausgerissen und begonnen, einen Marmorboden zu verlegen. Verrückt, da geht's ja wohl nicht mehr. Was will sie da drin lagern? Goldbahn? 28.09. Ich schwöre, dieser Mist wird jeden Tag schlimmer. Sie bedrängt mich immer wieder, bei dem Projekt zu helfen. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Es ist schon schwer genug, hier überhaupt alles am Laufen zu halten. Am ersten kalten Tag im Herbst fiel die Heizungsanlage komplett aus. Ich habe reichlich Beschwerden erhalten, aber wenigstens war die Temperatur nicht allzu niedrig. Wenn das noch ein oder zwei Monate so weitergeht, werden sie sich wünschen, dass sie vielleicht doch was von dem Geld für die Wartung ausgegeben hätten. 4.10.2077. Bald macht das übrigens keinen Unterschied mehr, weil dann geht die Welt unter. Letzte Woche waren es Protectons. Heute musste ich so ein protziges Lasersicherheitssystem einrichten. Das Ding ist ganz schön empfindlich. Um ein Haar wäre ich dabei draufgegangen. Ich verstehe es nicht. Sie haben mehr als die Hälfte des Kellers mit diesem dummen Teil belegt. Die Decke ausbessern oder die Wasserleitung reparieren können sie aber nicht. Die ganze Arbeit wird umsonst sein, wenn das Gebäude darüber zusammenbricht. Ich kann gar nicht glauben, dass der Rat dem zugestimmt hat. 18.10. Heute haben sich ganze 3 Besucher die Schätze angesehen. Ich bin überrascht, dass es so viele waren. Ich dachte, keiner würde durch die Sicherheitsüberprüfung kommen. Die Bürgermeisterin hat versucht, für den Rat gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber die Stadt hat so viel Geld für diesen unnützen Kram verschwendet, dass ich mich nicht wundern würde, wenn alle abgesetzt werden. Ich versuche erstmal, die Rohre dicht zu halten und dafür zu sorgen, dass keine Touristen in mein Büro laufen. 23.10. Ich habe es gehört. Draußen ist es schlimm. Ziemlich schlimm. Es rückt alles irgendwie wieder ins richtige Licht, oder? Heute Abend wird es keine Zeremonie geben. Die Bürgermeisterin ist wahrscheinlich schon tot. Ich schließe hier alles ab und versuche dann zu verschwinden. Das ist das Seltsamste, was ich jemals gesehen habe. Aber vielleicht hat das ja
für irgendwen eine Bedeutung. Irgendwann. Okay. Ja, für mich. Definitiv. So. Das ist quasi die Abkürzung wahrscheinlich. Archivschlüssel, cool. Heute kriege ich alles geschenkt. Heute ist mein Geburtstag. Nein, ist es nicht. Mein Geburtstag ist erst in einem halben Jahr. Würde ich es übrigens wissen wollen, am 26.08. habe ich Geburtstag. Aber egal. Wir gehen wohl erstmal hier hoch. Oder erstmal hier hin, ne? Abgenutztes Klemmbrett. Kann ich gebrauchen. Wie alles andere in diesem gottverdammten Spiel auch. Kann ich alles gebrauchen. Gut. Ach, hier ist noch eine Tür. Habe ich gar nicht gesehen. Es tut mir voll leid. Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Das Sicherheitssystem ist aktiv. Identifikation bestätigt. Willkommen, Bürgermeister. Sie dürfen weitergehen. Ich habe echt alles gefunden. Nice. Frage ist nur... Bist du? Die Geschütztürme, ne? Ah, interessant. Oh Gott. Erschreckt mich nicht so. Okay, es gibt mehrere Wege hier rein. Gut, dass wir alle gefunden haben. Achso, ich dachte, es wäre ein Weg nach oben. Na gut. Identifikation bestätigt. Willkommen, Bürgermeister. Sie dürfen weitergehen. Dankeschön. So, Sicherheitssteuerung, Tür öffnen. Und da kommen doch gleich die Mistviecher raus, oder? Das Ding kann ich nicht hacken. Dann halt nicht. So nötig habe ich es nicht. Das war übrigens gerade gruselig. Ich habe irgendwas ganz Komisches gesehen. Okay. Musik? Okay, keine Musik. Das sind die Schätze von Jamaica Plain. Mhm. Okay, ich sehe schon. Über dieses Terminal können die Holobänder abgespielt werden, die Teil dieser Ausstellung sind. Bitte legen Sie ein Holoband ein, die Wiedergabe startet automatisch. Allgemeine Aufstellung. Anleitung für Holobänder, Begrüßungsnachricht der Bürgermeisterin, Schatzbestand, Terminal, aha. Okay. Was? Wie? Ach, jetzt bin ich zu weit zurückgegangen. Was habe ich gerade bekommen? Ich such mich jetzt schon wieder zu Tode hier. Kennst Einladung. Ich bin voll verwirrt hier. Passwort der Bürgermeisterin von Jamaica? Oh, ich hab ein Level up. Stimmt, da war ja was. Gut, was machen wir als nächstes? Mehr Schleichen? Mehr Schaden durch Schalldämpfer? Hacker? Apotheker? Ninja?
Roboter-Experte. Finde die Lücke und schlag zu. Die Nahkampfreichweite im Watz ist deutlich höher. Die Nahkampfreichweite. Wir brauchten so einen Scheiß. Du weißt, wie man Atome spaltet und beherrscht. Strahlungswaffen verursachen 50% mehr Schaden und Fusionskerne halten 25% länger. Ist natürlich nice. Flinker Finger. Verliere im Kampf keine Zeit. Du kannst alle Waffen schneller nachladen. Nö. Soll ich mir den Scheiß. Oder ich gehe auf Wissenschaft. Was ist Wissenschaft? Wissenschaft müsste bei Intelligenz sein, ne? Wissenschaft. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich meine, Schaden haben wir derzeit recht genug, ne? Also kann ich mich nicht beklagen. Wir haben Sicherheitsschlüssel aus der Vault 81. Ja, gut, interessant. Das ist auch falsch. Hä? Wo ist denn das Ding jetzt hin? Ach Gott, ey. Ich muss das Ding wieder ein bisschen klären. Das gibt's doch gar nicht. Karls Aufzeichnung. Eddie Winter Holoband. Null. Bin ich das? Nachricht an Alexander Strelnikov. Mein verehrter Mr. Strelnikov. Ich weiß, dass Personen in ihrem Berufsfeld Diskretion wichtiger ist als alles andere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, scheiß drauf. Ich meine, kommen Sie. Eine Kugel einmal quer durch die halbe Stadt und Sie haben Ron Travios sauber weggepustet. Achso, ich erinnere mich. Eigentum, bla bla. Gelehrter. Wir haben das Terminal. Hä? Dienst-Einladung. Passwort der Bürgermeisterin. Salz-Holoband. Schatzbestand. Da, das war's doch. Ah. So, Wissenschaft und Medizin. Kunst und Leben. Sport und Freizeit. Gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier reinzugucken. Ja, ja, okay. Die Schätze von Jamaica Plain. Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Innerhalb der Wände dieser Zeitkapsel findet ihr unsere Nachfahren, die Gegenstände und Erinnerungsstücke, die uns im Jahr 2077 wichtig waren. Euch, die ihr 200 Jahre, hey, wie wir das Fundament und für die alle Welt im Jahr 2077, in der ihr lebt, wünsche ich euch ein Fundament für kommende Generationen. Hier spricht Bürgermeisterin Zukunft Alicia Rahn sein für die Stadt Jamaica Plain. Es? Wieso ist der... Hey. Das Spiel ist manchmal echt ein bisschen kaputt. Okay, wir hören uns das Ganze einfach gleich nochmal an. Und dann hören wir hier, was Sache ist, ne? So, beschleunigt. Jo, du kannst weg, würde ich sagen. Das Messer kann auch weg. Der Raketenwerfer vor allem, ich weiß zwar nicht, wo ich ihn her habe, aber hey, wir haben einen Raketenwerfer. Dann meinen ganzen Müll, bitte. Dankeschön. Okay. Jetzt dreht hier einfach mal alles durch. Ihr kennt das ja nicht anders. Wenn ich einen Termin habe, wisst ihr ganz genau, der Zero hat erstmal 1 Milliarde Wecker gestellt. Gut, die Folge ist sowieso bald vorbei, von daher, ich krieg das hin. Einmal würde er wahrscheinlich noch klingeln und dann ist gut. Ach, Hundi kann nichts mehr tragen. Oh, gut, schade für ihn. So. Jetzt muss ich das Ding wieder raussuchen. Ja, ich dreh durch, ey. Weißt du was? Hey. Diverses. Aushilfe gesucht. Karls Aufzeichnung. Die Schätze von Jamaica Plain. Da haben wir es doch. Weißt du was? Ich konnte das ja alles hier ablegen. Gut, die A-Klammer war vielleicht ein bisschen blöd. So. Da muss ich nicht mehr alles suchen, ganz ehrlich. Ich drehe ja noch durch hier. Diverses.
Abklammern. Abklammern. So. Ist trotzdem noch so krass viel, ne? Toll, wo ist das Ding jetzt? Schätze von Jamaica Plain da. Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Innerhalb der Wände dieser Zeitkapsel findet ihr unsere Nachfahren, die Gegenstände und Erinnerungsstücke, die uns im Jahr 2077 wichtig waren. Euch, die ihr 200 Jahre in der Zukunft lebt, mögen diese Relikte kurios erscheinen. Aber wir hoffen, dass sie euch an unseren Platz in der Geschichte erinnern und an den euren. Wie wir das Fundament für die Welt gelegt haben, in der ihr lebt, so legt ihr ein Fundament für kommende Generationen. Möge diese Zukunft strahlend sein. Im Namen von uns allen im Jahr 2077 wünsche ich euch alles Gute. Hier spricht Bürgermeisterin Alyssa Park für die Stadt Jamaica Plain. Und das musste jetzt so krass bewacht werden? Dies ist ein Holoband. Holobänder sind Speichermedien, auf die Sie per Laser zugreifen können. 2077 haben wir Holobänder benutzt, um Audioaufnahmen zu erstellen und Daten wie Musik, Tagebücher und sogar Spiele zu speichern. Dies mag Ihnen zwar 200 Jahre später primitiv erscheinen, zu unserer Zeit handelt es sich dabei aber um eine verbreitete und beliebte Technologie. Du kannst Holobänder mit dem Terminal auf diesem Tisch abspielen. Drücke die Ladentaste, leg das Holoband in den Schacht ein und verschließe ihn. Die Wiedergabe sollte automatisch erfolgen. Nehme ich auch mit. Ja, ist so viel zu dem Schatz, der ziemlich armselig war. Eastwatch Liga der World Series. Ah. Bingo. Keine Chance drauf. Kleine Chance drauf, Gegner wegzuschleudern. Ah. Das ist aber eine Meisterschaftsbowlingkugel gewesen. Diverses. Hab ein bisschen Übergewicht. Shot wahrscheinlich, ne? Meister. Meisterschaftsbowlingkugel. Achso, das ist ja. Ganz normaler Scheiß. Deswegen sind wir hergekommen. Genau, wegen dem Knüppel. Der Typ wollte das Ding doch haben. Ne, Kleiner? Was hat es jetzt mit diesen Bots auf sich? Also, so krass gesichert fand ich das jetzt nicht. Das Einzige, was ich auch gefunden habe, waren. Ja, war ein Schläger. Und der Schläger wurde so hart bewacht. Finde ich jetzt ein bisschen unglaublich. Na gut, Daten, Aufgaben. Ja, wir haben es gelöst anscheinend, ohne dass ich es gemerkt habe. Gut, finde die Quarantine. Müssen wir auch noch machen. Finde einen signierten eine Baseballkarte. Finde einen signierten Handschuh. Finde einen signierten Baseball. Okay. Wir gehen erstmal raus und zeigen dem Typen erstmal diesen hübschen Baseballschläger, den wir gefunden haben. Vielleicht hat er ja Bock drauf. Ich meine, das ist ein legendäres Item. Ist natürlich ein nettes Ding. Aber naja. Ich werd's gerne los. Ansonsten würde ich mich tatsächlich darauf begeben, eine für mich recht interessante Quest zu machen. Und zwar die Silver Shroud Quest. Darüber würde ich mich sehr freuen. Gut, die Frage ist natürlich, warum es vor mir keiner geschafft hat, das Ding zu holen, weil das war eigentlich recht einfach. So. Erstmal natürlich zurück zu der Anfang von
da Diamond City Marktplatz. Dann zeigen wir dem Baseballverrückten mal seinen Baseballschläger oder den Baseballschläger. Den Baseballschläger, der im Jahre 2077 für die Weltmeisterschaft benutzt wurde. Oder früher. Früher, glaube ich. Logischerweise. Ja, für so einen Scheiß haben die extra sowas gemacht. Das finde ich ein bisschen armselig. Ich soll nicht mit Fremden reden. Ja, ist ja gut. Glaubst du, dass heute Weihnachten ist? Ho, ho. Scheiß ho. Weiß. Was für ein Datum haben wir? Ich sehe hier nicht mein Datum. So. Hatte die Kleine gerade einen Voltanzug an? Ist mir scheißegal. Wir haben den 25.12. tatsächlich. Finde ich ja mal cool, dass die an Weihnachten denken. Wie schön. Wir laufen übrigens jetzt schon seit 10 Jahren hier durch die Gegend. Seit 10 verdammten Jahren, Freunde. Und die Kinder werden nicht älter. Mysteriös. So, Mr. Baseball Dude. Ich will nur meine Ruhe. Hey, Kumpel. Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Toller Hund. Danke. Nur keine falsche Bescheidenheit. Man ist nie zu alt, um ein Schlagholz zu besitzen. Ich habe diesen Baseballschläger aus der 2076er World Series. Interesse? Was? Das ist ein Original. Sieh dir nur die Farbe an. Ich gebe dir 200 Kronkorken dafür. Jetzt sofort. Das ist ein seltener Fund. 250 Kronkorken. Oh, verdammt. Na gut, einverstanden. Weißt du was? Irgendwie hänge ich an dem Teil. Sagen wir 300. Das ist ja Wucher. Na gut, sowas Historisches hat eben seinen Preis. Einverstanden. Mehr Geld kann ich nicht. Wir sind im Geschäft. Hier sind deine Kronkorken. Und danke. Vielen Dank. Ja. Schade. War cool mit ihm. Aber, naja. So. Schade. Ich habe gehofft, dass ich das Ding noch klauen kann. Gut, jetzt hat er das Ding. Institut? Ich habe vor denen keine Angst. Schade. Nein. Ja gut, ich hätte es im Leben nicht benutzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte es im Leben nicht benutzt, den Schläger. So, okay. Da hole ich mir ein bisschen Kronkorken raus. Daten. Ich würde gerne machen Silver Shroud. Das würde mich mal interessieren. Dafür müssen wir wohin? Sag ich mal weit weg. Du. Das war uns gleich. Na gut, Trinity Tower, Trinity Plaza. Wie oft wir da schon hingereist sind. Ha! Wer jetzt gedacht. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann für heute. Morgen ziehen wir dann los Richtung Quest. Ich bin auf jeden Fall begeistert davon, dass wir vorankommen und endlich mal die Silver Shroud Mission machen. Denn die Klamotten würde ich doch sehr gerne haben. In diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder bei der Silver Shroud Mission. Haut rein, euer Deron Sauce.